So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15, meine Karriere mit meinem Lieblingswrestler, Tim fucking Wiese. Wir sind jetzt endlich bei Money in the Bank angekommen und wenn mich nicht alles täuscht, geht's dann, also den Koffer, den wir uns schnappen können im Six-Man-Ladder-Match, gibt es eine Chance auf die World Heavyweight Championship. Wenn ich richtig alles zusammen kombiniere, bin mir nicht ganz sicher, jeden Mittwoch, ich mach die Reihenfolge immer falsch, Montags, Mittwoch und Freitag gibt's eine neue Ausgabe von diesem Format. Ihr kennt das Ganze, aktuelle Uploadplan immer auf facebook.com/franzzock. Und eventuell, heute ist ja Freitag bei euch, kann das sein, dass es nachher direkt wieder den nächsten Livestream gibt, wo ihr weitergucken könnt. Wo ich denn die Folgen aufnehme schon für die nächste Woche und wenn ihr dort bei Livestream dabei seid, seht ihr alles schon früher. Ist das nicht amazing? Aber erstmal begrüßt uns Vicky Guerrero vor dem Pay-Per-View-Match mit einem Sieg. Beim Pay-Per-View heute Abend wäre ein entscheidender Schritt in deiner Karriere. Das ist eine einmalige Gelegenheit, aber du musst dich trotzdem erst im Kampf beweisen. Konzentrier dich also! Gut, dann machen wir X. Los geht's. Six-Man-Ladder-Match, oder was? Yes! Yes! Ein Six-Man-Ladder-Match! Könnt ihr glauben, Einzüge ein, Cody Rhodes, Sami Zayn, Tim Wiese, Big Show, R-Truth und Kane. Gut, machen wir mal zum Match und los geht's. Freunde, seid ihr hyped? Endlich mal ein Match, was ein bisschen schwerer sein kann, was mal ein bisschen länger dauern kann. Man weiß nicht so ganz, manchmal, entschuldigt bitte, kann das auch ein bisschen länger dauern, kann man nicht so lange dauern. So ein paar Glückstreffer, ne? So ein Six-Man-Ladder-Match verspricht doch meistens Chaos. Chaos. So, ich bin mal gespannt, wie das denn geregelt sein würde. Hatte ich nicht gesagt, ich würde gerne das Six-Man-Ladder-Match auf jeden Fall gewinnen und dann Speicherpunkt machen? Vielleicht mache ich einfach nach dem Match dann die Anwendung, mache ich einfach Anwendung schließen und gehe dann nochmal rein. Aber irgendwie, nö, wenn ich es verliere, ist auch nicht so schlimm. Die Chance wird es ja bestimmt dann nochmal geben. Kann ich mir vorstellen. Da wird die Karriere sowieso noch strecken. So. Die Leute im Stream sagen hier, ich gebe die 5 Minuten. Ja, das wird ja was. So, dann kommt Big Show. Ja, mal gespannt. Also ich sehe auch im Stream immer den Chat. Ich sehe direkt die Leute, wie sie auf meine Kommentare reagieren. Sammy! Sammy! Ich liebe ihn! Olé! Oh, seine Entrance-Musik, so ein Ohrwurm. Ich finde immer noch doof, dass er selber Mocap betrieben hat, aber sein Entrance voll kacke aussieht. Believe that, motherfucker. Ja, ich hab's nicht ganz synchron hingekriegt. So. Warum ist R-Truth überhaupt in diesem Match? People over there, what's up? People over there, what's up? What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? R-Truth, kennt ihr noch den Anfang von diesem Entrance? Den habe ich gerne genutzt für mein Core in 2K14. Naja, kommt als nächstes. Das wäre doch mal ein Format. Franz singt ganz schlecht Wrestling-Theme-Songs. Time is up, my time is now. Can't see me, time is now. Ach toll, das wäre doch mal eine Format-Idee. Franz singt ganz schlecht Entrance-Theme. So, und los geht's. Los geht's, boah! Guckt euch diese Anzahl von HUD an, Leisten mal an. Ich glaube, ich habe noch nie ein Six-Man-Match hier im ganzen Spiel gespielt. Boah, the first for me. Oh, toll. So, Money in the Bank Cover, den wollen wir haben. Den will ich mir sofort schnappen. Ich möchte das Match natürlich nicht irgendwie herauszögern. Ich möchte das schon gewinnen. Das ist schon mein Ziel hier. Aber das Ganze sowieso etwas schwerer ist als die sonstigen Matches. Kann ich aber auch mal auch alles direkt am Anfang probieren. Holen wir uns direkt mal die Leiter und holen uns den Cover. Jedes verdammte Mal, ne? Boah. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so gut verlaufen wird, weil die Leitern und alle anderen Objekte rumbacken werden. Ihr kennt die Problematik, ne, Freunde? Und ich wollte Kane noch eigentlich da weghauen. So, können wir mal ein bisschen hier anpassen. Ja. So, da kommt noch leider schon zum Spiel. Ich
Werf da mal hin. Hab irgendjemand abgeworfen, hoffe ich. Ich gehe direkt auf die Leiter. Ne, gibt gar nicht. Fuck. Alles anvisieren, ne? Ja. Nimmst du mir mal. Nimmst. Danke. So, fuck. Das geht nicht gut, Freunde. Das kann lange dauern. Aber eine Episode, ein Match pro Episode mindestens. Das ist jedenfalls der Plan. So, wäre natürlich ein guter Plan, wenn wir ihn irgendwie mal ein bisschen zusetzen, aber das klappt irgendwie nicht. Wenn du alle Kane immer mit deiner Leiter da rankommst. Gar nicht cool. Aber wir sind am meisten fortgeschritten in Sachen Momente. Würde Stamina sagen. Aber da sind wir, nee, das Big Show am besten. Belegt. Mit Käse. Ha! Hau um den Mist. Gerade, ich werde das mal ein bisschen verschieben. Sami Zayn. Ich hole mir mal. Hol das schon mal hoch. Das klappt irgendwie nicht so gut. Ich habe das Gefühl, dass ich des Öfteren verzweifeln werde. Und ich habe das Gefühl, dass Kane hier ein bisschen rumbackt. Wir dancen ein bisschen, ne? Mein Koffer! Haltet! Ah. Nee, und gekontert. Ha! Schnappt ihr den Ding! Haltet! Greifen! Nein! Und die Powerbomb auf Achu fast drauf. Mann, Freunde. Uff. Ich glaube, wir helfen mal Kane eine Runde, ja? Ich werde mal eingreifen, dass der da nicht so weiter rumbackt. Da wollen wir doch nicht zu sehr die Bugs da ausnutzen. Ey, lass jetzt mal Kane in Ruhe. Ach, jetzt! Oh, ich glaube, er hat sich den Nacken gebrochen. Aber das ist kein Problem. Ist ja eher alles Fake in der WWE, ne? Schön. So, dann gucken wir mal, dass da keiner auf die Leiter geht. Das wäre eine schöne Möglichkeit. Würden jetzt alle irgendwie beschäftigt sein. Oh, guck mal einer an. Na, nee. So, runter hier. Na. Das sieht nicht gut aus. Oh, was? Was? Mensch, das war ja mal Selling oder was? Das würde ich ja mal einfach als positiv empfinden. Das Selling habe ich ja noch nie gesehen, dass sie so von der Leiter runterfallen können. Es ist leider natürlich weg. Das lief ja gar nicht gut. So. Ich möchte gerne die Leiter hier nehmen. Die zweite. Was ist sie denn hier? Man weiß gar nicht, was. Auf was man zuerst gucken soll, ne? Erst nachdenken, Franz, dann sprechen. Und das ist als Let's Player nicht so einfach in den meisten Situationen. Man muss sich dran gewöhnen. So. Ich weiß, ich stotter gerne mal noch in Let's Plays und weiß nicht, was ich sagen soll und habe die falschen Worte. Aber dennoch haben Let's Plays sehr viel geholfen beim Sprechen. Mich irgendwie zu artikulieren oder jedenfalls deutlicher zu sprechen. Sondern noch nicht so deutlich, wie ich es haben möchte. Aber es ist deutlicher. Deutlich her, wie so ein richtiger McPomeraner. So. Ich möchte gerne. Zayn! Warte mal. Hau ihn doch mal hier runter, genau. Wir haben Signature Move. Lariat! Haben wir mal getroffen? Ich glaube Big Show irgendwie. Warte mal, ich helfe da mal kurz. So. Schnapp dir das Ding. Fall runter. Jawohl. Oh, ich hätte OMG-Mode machen können. Toll. Dann springen wir runter, weil ich kann das Ding hier nicht greifen, ne? Dann springen wir runter, denn. Haben wir ein bisschen Spaß! Bam! Sind wir gerade auf der Leiter gelandet? Hm. Raus! Raus! Ich nehme. Wie ist das denn möglich? Eine gute Frage. Ich gehe mal nach oben und versuche mal, mir das Köfferchen zu holen. Halten! Greifen! Sieg! Nee! Nee! Ich kann doch nicht mal kontern, oder? Kann man da irgendwie zurück. Treten, sodass er, sodass es nicht so erfolgreich für ihn funktioniert. Angeschlagen sind wir es doch schon. Ach, guck mal, wir haben noch nicht mal einen gelben Torso. Das ist ja wohl ein Witz. Aber so ein OMG-Moment on the top würde ich gerne auch mal machen. Also hier, nicht on the top, hier auf der Leiter. Hatte ich ja vorhin schon die Möglichkeit zu. Da würde ich mir die Finisher gerne aussparen. So. Ja. So, ne. Gucken, bei Leuten alles funktioniert, die im Stream gucken, aber ich meine, bei denen funktioniert alles bloß der Chat spinnt ein bisschen. Komm ich wieder nicht hoch hier oder was? Kann ich vorstellen. Alter, Big Show! Und welche Leiter geht denn jetzt? Guck mal, ich komme nicht mal vorbei. Müssen wir erstmal die Umleitung hier nehmen. Bitte diese Umleitung nehmen. So, da komme ich durch. Zu halb.
Na, mal sehen. Oh, das wäre cool gewesen, würden wir uns irgendwie so weit aufbauen, dass wir gar nicht erst, dass andere Leute erst gar nicht dahin kommen. Bam! Nice! Nice! Ich möchte gerne auf diese Leiter hier rauf. Mal gucken, die sind beschäftigt irgendwie, aber ich glaube, das schiebt er uns wieder weg. Schieberboy! Nee. Sammy! Nee. Cooles Vorspiel kriege ich daraus nicht. Naja. Egal. Schuf jetzt unser aktueller Gegner? Nee, kannst mich mal. Kriegst nämlich die Rasenmäher Lariat ab. Bam! Guck mal. One down. Four to go. Pass auf! Pass auf, Freunde! Come on, Big Show! OMG-Moment, fuck! Hab nicht mehr genug Stamina, oder? Komm! Doch, OMG-Moment! Jawohl! Superplex! Oh. Auf die Seile! Mit dem Rücken voran. Das ist, glaube ich, nicht so ganz gesund. Das wäre natürlich jetzt die Riesenchance für Achu, um sich das Kofferchen zu holen, ne? So. Gut, ich werde die beiden mal umstoßen. Ich glaube, das hört sich gut an. So. Warte mal. Hau ihn erstmal runter. Ja, hau beide runter. Jawohl. Perfekt. Fuck, Achu ist wieder oben. Nee, hä? Er fällt jetzt wieder um? Und Sami Zayn ist oben. Verrückte Welt. Die sind beschäftigt. Komm. Meine Chance. Meine Chance. Meine Chance. Zieh. 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 Nein. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich möchte gerne wieder hier hoch. Oh, die beschäftigen mich. Und jetzt gibt's auch noch German Suplex. Auf die Olle da drauf, die da im Ring liegt. Und wir haben jetzt schon hier 10 Minuten voll. Wir sind gleich bei 12 Minuten. Oh, Sunset Flip Powerbomb. Und Sami Zayn nicht schlecht gemacht. Oh Gott, Freunde. Oh Gott, ich muss mal kurz hier gucken. 56 Leute gucken dazu. Hey. Cool, dass ihr alle dabei seid. Und bei YouTube wäre auch. Ich würde. Verdammt nochmal. Diese Leiter gerne nie. Ich schmeiße da irgendwann. Ich wollte Kane damit umschmeißen. Ist ja wohl nicht so schwer zu verstehen. Genauso wie es gerade bei Artruth passiert ist. Das wollte ich auch gerade bei mir erreichen. Hau rein, dem ist! So. Geht bitte alle raus. Ich möchte hier meine Ruhe haben. Mann, die Anleiter ist auch wieder raus. So, komm hier hoch, genau. Pass auf, wir probieren mein Bestes. So, ich schnapp mir das Deck. Hoch. Und Dreifahrt. Nein, ich dachte, ich gehe mal wieder runter. Nein, ich wollte runtergehen. No. Oh, was mit der Seil-Engine abgeht. Oh Gott. Die Seile spinnen nur irgendwie rum, ne? Warte mal, wer macht den Wake-Up-Taunt? Sami Zayn, wollte er gerade Koji-Klatsch machen? Kann ich vorstellen, habe ich wirklich schon 2 Finisher gebraucht? Brauche ich das für den OMG-Moment? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, Gorilla Press. Wie ist ein Tim Wiesen so gerne zeigt, ne? Aber warum müsst ihr verdammten Kollegen mir immer die olle Leiter stehlen? Big Show macht genau das Richtige und ist, glaube ich, auf meiner Seite. Sonst hätte er jetzt nicht die Leiter reingeholt. Na, nein. Da waren wohl die Kollegen im Weg und da konnte Cody Rhodes mit ihr nichts anhaben. Was macht er denn jetzt hier? DDT auf Kane rauf! Schlimmer kann es nicht laufen. Kann es ja wirklich nicht laufen. Oh, my goodness! Goodness! Hau ab. Warum? Nee, nein. Ich wollte jemanden whippen. So. Nein. So, Big Show wieder Chance. Mit der Chance seines Lebens. So, jetzt lass ihn nochmal genau. Schmeiß ihn runter und ich gehe rauf, sobald ich mir beäumelt bin. Oh, schöner Corkscrew. Tust du ab, ne? Auf Big Show rauf! So. Ich packte mir wie nochmal hoch. War noch nicht genug. Hast du nicht genug Schaden getan, angetan? So. Ich gehe auf die Leiter. Irgendwie hoch. Das funktioniert so nicht. Wenn alle im Ring sind, ist das, glaube ich, nicht so ganz optimal. Probier's einfach mal. Warte mal. Komm. Das muss klappen. Greifen. Erhalten. Komm, greifen. Nein. Nein, ich fahr runter.
Na toll. Was? Ich dachte. Warum gucke ich denn so? Man kann so nicht in der Leiter gucken. Freunde! Oh, gut. Lass doch mal Sami Zayn nicht hochkommen! Ich würde mich freuen für Sami Zayn auf jeden Fall. Die sind noch ganz schön bescheuert, ne? Gehen wieder hoch. Runter, meine ich. Nein. Helft doch mal den Kollegen. Schmeiß ihn doch mal um. So. Oh Gott. So. Ich mach die Powerbomb. Bam. Nice. Warte, da geh ich rauf. Da geh ich rauf. Probier's gleich nochmal. Okay, das ist meiner. Ne. Ne. Irgendwie klappt auch nichts, ne? Haben wir das Gefühl, die lassen gleich den Ring kollidieren. Oder die Ringseile. Wie sagt man? Implodieren. Wenn die wieder auseinanderbrechen, ist das schon das öfteren mal passieren. Passiert, könnt ihr ja mal bei Botchamania mal vorbeischauen. Kleiner Plug. Botchamania.com. Schöne Videoserie. Sehr empfehlenswert. Für alle Wrestling-Fans auf jeden Fall interessant. So, hau ihn runter. Hau ihn runter. Jawohl. Ja, jawohl. Jawohl, pass auf. Meine Chance. Meine Chance. Oh, Mist, ey. Sami Zayn, du möchtest ein paar Aktionen machen. Warte nur darauf, dass ich ein bisschen weggeschoben werde. Aber machen wir erstmal ein Double Extended. Das soll mir recht sein. Oh, krieg auch die Füße von Cody Rhodes ab. Ich fühle mich so, als würde ich mich in Grund und Boden kommentieren. Es würde nichts bringen. Habt ihr auch manchmal das Gefühl? Ich weiß es nicht, ob das so ein Let's Player-Phänomen ist. Aber leider steht ganz gut, würde man von der Seite, wo Cody Rhodes ist gerade, hochklettern. Ich probier's einfach mal. Ich möchte mal hier hoch. Nee. Lass du mich mal hier hoch? Jawohl, komm. Das ist meine Chance. Das ist der Sieg für der Miese. Das muss es sein. Oh, Queen Suplex. Queen Drop Suplex. Zayn, sichtlich angeschlagen. Geht jetzt aufs dritte Seil. Wäre jetzt irgendwie eine Aktion auf uns zeigen. Nee, springt über uns rüber. Rüber. Bei uns gibt es keine Ü. Ich nehme mir die Leiter. Die Leiter. Ich nehme mir die Leiter. Die Leiter. Probieren wir es nochmal. Komm, greifen! Fick dich, Miesebomb. Aber bitte nicht in die Leiter rein. Drehen, drehen, drehen. Nochmal, die anderen beiden gehen gerade erst. Kommen gerade erst hoch. Ich habe keine Stamina mehr. Amazing. Ja, beschäftigt euch doch mal. Beschäftigt euch doch mal. Lasst mich in Ruhe. Ich gehe wieder runter. Ich möchte gerne runter. Ich möchte gerne runter. Und nicht so. Als würde The Rock zusammen. Bam. Zellen, ey. Oh, was? Was? Knockt er mich so aus? So, alle liegen oder sind außerhalb des Rings? R-Truth jetzt mit einer guten Chance. Nee, der will jetzt hier nicht den Lil Jimmy machen, oder was? Nee, ich dachte, das wäre Wake Up Town. Charge Finisher, entschuldigt bitte. Mein Missbook. Warte mal. Ja, mein. Ups, nein, das wollte ich nicht. Na, jetzt habe ich schon wieder Leute unterbrochen. Obwohl mir das eigentlich helfen hätte können. Sami. Passt mal auf den Kollegen auf! Genau. Haut euch beide selbstständig runter. War doch nicht so. So. Probieren wir es nochmal. R-Truth, lass mich wieder in Ruhe. Ja. Weg. Gehst du bitte zu Big Show? Oh, das dauert noch eine Weile, glaube ich. Das dauert, glaube ich, noch eine Weile. Oder R-Truth holt sie jetzt in Sie? Der ist ein bisschen deppert im Kopf, glaube ich. Alter, wie lange soll denn die Episode gehen? 40 Minuten oder was? Ich kann's mir vorstellen. Ich warte nur darauf. Big Show. Oh Gott. Alabama Slam. Kriegen wir ab. Aber Big Show kriegt da nicht den Cover gegriffen und fällt auf uns rauf im Prinzip. Obwohl es keine dementsprechende Animation dafür gab. Warte mal. Ja, nimm dir mal die Leiter. Pack die mal ordentlich hin irgendwo. Komm, los. Los. Pack die mal ordentlich hin. Pack die doch mal ordentlich hin. Was backst du denn da rum? Jawohl. Packen wir ihn mal weg. Warte. Mal gucken, ob das gut positioniert ist. Nein, schon wieder nicht. Na, auf dem Seil gelandet.
Mann. Oder wechseln die Leiter in Positionen. Zane. Warte mal. Geh hier hoch. Warte mal. Komm. Sami Zayn braucht noch ein Stückel. Komm, jetzt muss es klappen. Zane. Ja! Yes! Yes! Ah, zweimal geübt. Ah, Stimme. Meine Stimmbänder. Oh Gott. Endlich. Oh, ich bin rot geworden, ne? Oh, ich bin immer so rot. Weiß ich nicht so ganz. So rot wie dieser Money in the Bank Koffer. Und wir haben jetzt jederzeit die Chance. In Theorie. Eine Chance auf den World Heavyweight Title zu bekommen, sodass wir nicht die WWE Champion bekommen. Wollen wir sowieso nicht, ne? Oh Gott. Das war ja wirklich Trial and Error. Der Traum eines jeden PC-Admins, ne? Freunde, wir sehen uns dann eventuell nachher gleich wieder im Livestream. Falls ich dann wieder machen werde um die Uhrzeit, findet ihr dann die Info, bekommt ihr noch meine Facebook-Seite und auf YouTube bestimmt. Am Montag, wo dann die nächste Episode regulär auf YouTube erscheint. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir haben einen kleinen Bonus erhalten. 4,5-Sterne-Match. Ich gratuliere, Mr. Money in the Bank. Du kannst jetzt ein Jahr lang jederzeit um die Championship kämpfen. Nutze deine Chance weise. Kann ich die auch irgendwie mit so einem Hinterhalt, AJD als Manager freigeschaltet. Kann ich mir irgendwie aus dem Hinterhalt so eine Chance, besorgen? Tatsächlich kann ich irgendwie einen Champion attackieren und dann geht's los. Ich bezweifle das eher. Ich kann mir vorstellen, dass ich eher jederzeit dann auf X drücken kann oder sobald irgendwie, Pay-Per-View ist, dass ich dann das wählen kann. Ich kann einfach mal gucken. Wenn ich jetzt auf X gehen würde, hätten wir eh nichts auf dem Plan. Das ist ja toll. Diese ganzen Matches sehen wir dann sowieso nicht. Die überspringe ich ja. Ihr kennt das ganze Prozedere. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei beim nächsten Mal. Domo für cool. Adblock aus. In der Videobeschreibung kommt ihr zur nächsten Episode, falls sie schon online ist. Euer Franz, euer Zock. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.